ich werde über meine ganzen Erfahrungen sprechen, was ich alles gemacht habe, vor allem in Australien. Ich bin ja noch in Australien, bin jetzt gerade mal seit 3-4 Monaten hier. Die Vlog wird sich damit beschäftigen, dass ich ganz viele Informationen preisgebe, was ich demnächst machen werde oder wie mein Weg von der Gründung, von der Idee bisher ist, was ich alles da auf dem Weg erlebt habe. Und da werden einige Videos zusammenkommen, die mitunter in den Vlog reingeschnitten werden, aber auch als einzelnes Video bestehen werden. Es gibt sogenannte Deadlines, und zwar für Videos, die schon sehr lange in Bearbeitung sind, Projekte, wo viele dran gearbeitet haben. An denen arbeite ich selber auch noch gerade, wo mitunter das Video selber und das Making-of dazu gehört. Solche Sachen werde ich auch in meinem Vlog thematisieren, also darüber sprechen, Hintergründe, warum ist das entstanden, warum hatte ich diese Idee, was hat mich dazu gebracht und Organisation, was hat Probleme bereitet, was war schwierig, was war schwierig zu organisieren. Vielleicht bringt es ja den einen oder anderen auch auf den Weg, der bis jetzt immer noch irgendwie im Schwanken war. Oh, gehe ich auf Reisen, gehe ich los, mache ich irgendwas, bleibe ich mein Leben lang zu Hause in der gleichen Stadt, im gleichen Dorf oder lasse ich mich einfach von jemandem mitreißen, ja? Von einem Kumpel, von Freunden, von Verwandten oder vielleicht von jemandem über YouTube. In der Schulzeit kamen dann auch die Animes dazu, wie Dragon Ball und so zum Beispiel. Und das war so der erste Knackpunkt, was mich auf diesen Weg gebracht hat, warum ich heute das mache, was ich überhaupt mache. Ich war eine Zeit lang Stuntman. Jetzt würde ich mich nicht mehr unbedingt als Stuntman bezeichnen. Die Zeit ist für mich vorbei, weil ich mich damit nicht mehr wirklich beschäftige. Ich jetzt viel lieber auf Reisen bin. Das Ganze, was ich über Stunt gelernt habe, das kann ich immer noch in meinen Videos verwenden. Und das werde ich natürlich auch in verschiedenen Situationen. Dazu ist halt auch gekommen, dass ich Kampfsport gemacht habe, Parkour und Extreme Martial Arts Tricking. Da werden mitunter auch einige Videos noch folgen. Und wer weiß, was der Vlog alles bringen wird, was ich damit alles einbauen werde. Ich habe ab und an auch in TV-Shows mitgewirkt und das werde ich auch thematisieren. Es gibt schon Videos im Internet. Ich werde das nochmal re-uploaden, nochmal irgendwie neu aufmischen. Und für die Leute, die jetzt erst dazugekommen sind, für die, die mich schon länger beobachten bei YouTube oder auf irgendwelchen Social Networks, für die ist es dann wahrscheinlich eher langweilig. Aber ich muss irgendwo einen Anfang finden, dass ich den Aufbau machen kann, um dann endlich mit dem Vergangenen abzuschließen. Das soll nicht bedeuten, dass das, was vergangen ist, keinen Spaß gemacht hat. Ja, im Gegenteil. Es ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren und das würde ich gerne auf jeden Fall nochmal festhalten im Vlog. Und um dann Anschluss zu finden in Australien. TV-Shows, da war ich zum Beispiel in Oslo unterwegs und habe dort Werbespots gedreht, wo unter Parkour und Tanzen drin war. Das war für European Dance Awards ein riesengroßes Ding, was ich auch erst, das ist schon eine ganze Weile her, aber jetzt durfte ich erst vor kurzem erfahren, dass es ein riesengroßes Ding ist. Trainer für Parkour, Breakdance, Hip-Hop. Und habe da bis 4-5 Jahre sogar Kinder unterrichtet und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dann kam die Zeit, dass ich nach Australien unbedingt wollte. Mir dachte, okay, jetzt muss wirklich alles abgeschlossen werden. Eine Wohnung habe ich auch vor kurzem gekündigt. Also ihr seht, es sind auf jeden Fall... Was wird demnächst kommen? Konzentration auf meine noch nicht fertiggestellten Projekte. Werden einzelne Videos sein, auf die ihr euch auf jeden Fall freuen könnt. Dann wird in der nächsten Zeit die Aufholjagd beginnen. Und zwar, dass ich meine Videos von USA, Disney World hochlade, von Amsterdam, Prag, Wien, Paris, Disneyland, London, Oslo und schließlich dann Australien. In den USA ist auch einiges passiert. Da war ich zum Beispiel auch in Disney World und da sind ganz viele Aufnahmen entstanden und da werde ich auf jeden Fall auch noch ein kleines Video machen. Das wird auch alles, was ich gerade aufgezählt habe, wird in einzelnen Videos auf meinem YouTube-Kanal landen. Und ich werde von diesem Video aber dann auch Teile nehmen für meinen Vlog. Wenn ihr keinen Bock auf meinen Vlog habt, ja, von dem ganzen Quatsche, dann könnt ihr auch das Video euch ganz einfach einzeln angucken. Ich werde es auf jeden Fall auf dem jeweiligen Vlog dann immer verlinken. Dann könnt ihr euch nur das angucken und fertig. Es ist endlich da. Es ist endlich da. Ich hab's. Glaube ich, 2 Wochen, 2,5 Wochen gewartet. Eigentlich ist es eine ganz gute Zeit von Deutschland nach Australien. Ich habe 44 Euro bezahlt für ein 3-Kilo-Paket. Ich habe es über DHL-Paket verschicken lassen, 500 Euro versichert. Für jeden, der es interessiert. Es ist auf jeden Fall was ganz, ganz Wichtiges drin. Aber gut verpackt. Oh. Hellcat.
Gummibären, Gummibären, Gummibären. Ein Kater. Das Foto. Ja, könnt ihr es sehen? Das Foto hat mein Vater selber gemacht. Gummibären. Gummibären hüpfen hier und dort überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. GoPro-Zubehör. Das habe ich selber gebastelt. Eigentlich ziemlich coole Idee. Das habe ich im Internet gefunden. Das ist eine Eieruhr. Ja, oben flach, damit man das GoPro-Zubehör draufkleben kann. Es gibt ja diese Pads, ja, diese Kragen, die man draufkleben kann, um die GoPro dann irgendwo dran zu schneiden. Ich habe mir im Ramschladen, habe ich mir für 1 € oder so, habe ich mir diese Eieruhr gekauft. Und damit kann man einen ziemlich geilen Zeitraffer-Effekt machen. Ja, also man filmt irgendwas, ja, wo im Vordergrund sich irgendwas bewegt. Die Eieruhr, die macht dann so einen leichten Slide-Effekt. Das kommt voll geil. Bei Amazon zum Beispiel gibt es richtig teure, ja, die extra dafür ausgelegt sind. Und die kosten dann gleich mal, keine Ahnung, aber auf jeden Fall kosten die viel, viel mehr, als wenn man sich das selber basteln würde. Und dabei ist der Effekt so gut wie gleich. Ich werde vielleicht ein kleines Video verlinken oder so, wo man diesen Effekt sehen kann, was ich wirklich mit dieser Eieruhr gemacht habe. Wenn ich das noch finde, so eine ähnliche im Internet, werde ich hier auch hier unten verlinken. Und dann könnt ihr da draufklicken und dann einfach, ne, wer Bock hat, sich das Ding selber zusammen basteln. Ich würde es empfehlen, spart man auf jeden Fall viel Kohle und es ist der gleiche Effekt. Mein 3-Wege-Stativ. Auch ganz wichtig, habe ich erst gedacht, das brauche ich hier nicht, aber dann habe ich es mir doch nachschicken lassen. Schraubt man auf, dreht es um, schraubt sie da rein. Und dann hat man 3-Bein-Stativ. Coole Sache auf jeden Fall. Es gibt von GoPro direkt eins, das kostet, weiß ich nicht mehr genau, 55 € oder sowas. Das hier ist von einer anderen Firma, werde ich, wenn ich es nochmal finden sollte, unten verlinken. Ist um einiges billiger und es ist wirklich haargenau das gleiche. Von der Qualität, Robust, Form, Funktion. Ich werde auf jeden Fall noch einen Vlog machen, wo ich die ganzen Sachen, die ich verwende für Videoaufnahmen, für Fotoaufnahmen. Und da werde ich halt alles nochmal thematisieren, ja, was halt so alles für den, den es halt irgendwie so interessiert oder auch nicht. Warum ich wirklich ein Paket bekommen habe aus Deutschland, warum es wirklich so wichtig war und versichert und alles drum und dran. Hat eine Weile gedauert. Mein internationaler Führerschein mit meinem Originalführerschein. Meine Bankkarte aus Deutschland, die bleibt in Deutschland, weil ich die ja nicht wirklich brauche. Meine Mastercard, die wird direkt hierher geliefert. Ob die heute jetzt schon angekommen ist oder nicht, das weiß ich nicht, weil Paket ist angekommen, also die eigentlich auch schon da sind, obwohl es aber separat miteinander läuft, also keine Ahnung. Ja, sind es halt noch andere Sachen, die ich mal beantragen musste, zum Beispiel Opel-Card, die man hier braucht, für die Fähre zum Beispiel oder für alle öffentlichen Verkehrsmittel. War aber ziemlich einfach, hat man sie einfach eine neue geholt. Auf meiner alten Karte war Gott sei Dank nicht mehr viel Kohle drauf, nur ein paar Cent oder sowas. Das war's von mir. Ich hoffe. Und ich hoffe, das zweite Video auch.